Aber wieso sagst du Miau? Ja, ich beherrsche eben Fremdsprachen. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, wow, 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 wow. Ja, du lass mal gut sein, Ikarus. Also das mit den Fremdsprachen erinnert mich schon wieder an unseren Trip nach Amerika. Aber das wäre jetzt eine andere Geschichte. Erstmal ein herzliches Hallo. Hallo? Hallo, Mäuse. Mäuse, seid ihr bereit für unser Lied? Ja. Ich höre nix. Seid ihr bereit, Mäuse? Ja, ja, ja. Wollt ihr Käse? Ja, ja. Ja. Na bitte, geht doch. Für alle, die vielleicht noch nie was von meinen Mettimäusen gehört haben, hier eine ganz kurze Rückblende. So nennen wir Fernsehleute das, wenn man sich oder andere an etwas Wichtiges erinnert. Ich will es mal kurz machen. Wenn ich nicht in irgendeinem Studio arbeite, zeichne oder Musik mache, bin ich mit meinem Mettimobil unterwegs. Das ist so eine Wohnung auf vier Rädern. Ich bin verschossen in Bibi, das ist die tollste Frau der Welt, die aber nicht immer versteht, was in meinem Mettimobil so alles abgeht. Denn ich habe einen Schrankkoffer geerbt. Der ist mit mir im Mettimobil und der ist schuld daran, dass Bibi sich manchmal sehr wundert. In dem Schrankkoffer hausen nämlich... Ja, richtig. Meine Mäuse hausen in dem riesigen Schrankkoffer. Frag mich nur nicht, wie sie da hineingekommen sind und wieso ich mit ihnen sprechen kann. Frag mal den klügsten Professor der Welt, wo die Erde herkommt. Das weiß der auch nicht. Es gibt eben Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Alles nicht so einfach. Ein ausgewachsener Mann unterwegs mit einer Bande sprechender Mäuse. Ja, ja, ja. Ja, da können wir den Metti manchmal ganz schön in die Bouillon bringen. Flop, 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 flop. Ikarus, erstens heißt das Prädulie und zweitens hast du recht. Also ihr Lieben, Ikarus ist die Maus mit der Fliegerkappe und dem fliegenden Käse. Frechheit! Das ist mein Fliegergerät. Ja, hat mir die doch gesagt. Fliegender Käse. Küssen, 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 küssen. Ja, ja, ja. Küssen, küssen, küssen. Das war jetzt schon Lady mit den Herzohren. Aber wo steckt eigentlich unser Professor, unsere Computermaus, Kubi? Hä? Wie? Was? Ich denke gerade über ein Problem der Logik nach. Wer gehört eigentlich wem? Wir dem Metti oder der Metti uns Also küssen, küssen. Wenn er mich fragt, der gehört der Bibi. Also Sorgen muss die Maus haben. Solange im Kühlschrank Käse ist, ist mir das Pipapo Cheese. Typisch Cheesy. Also wenn der Mars aus Käse wäre, hätte Cheesy sich längst von Ikarus und seinem fliegenden Käse dahin fliegen lassen. Wo sind die anderen übrigens? Na egal, die stelle ich euch später vor. Erstmal die Geschichte vom großen Modeschöpfer. Kalabermaus, Mettilagerfeld, Karl-Mettifeld. Es ist ja schön, dass Mäuse in meinem alten Erbkoffer hausen. Aber wenn ich auf Reisen gehe, dann möchte ich auch selber mal gern was von meinem großen Kleiderkoffer haben. Dass da auch noch Mäuse drin wohnen, kann ich allerdings keinem fremden Menschen verklickern, weil mich fantasielose Leute dann glatt einsperren lassen. Na gut. Wenn ich also meine Garderobe im Koffer verstaue, müssen die Mäuse ein bisschen zusammenrücken. Das wird man ja noch verlangen dürfen, oder? Bisher ging die Sache auch immer gut. Wenn man mal davon absieht, dass Jacken, Hemden und Hosen danach immer ein klein wenig nach Käse müffeln. Ehrlich, nur ein ganz klitzekleines bisschen. Also die Sache fing damit an, dass Picasso seine verborgenen Talente als Modeschöpfer entdeckte. Natürlich hatte ich meinen Mäusefreunden strengstens verboten, irgendeinen Mucks von sich zu geben oder sich gar blicken zu lassen. Und die Türchen am Koffer hatten auch gefälligst geschlossen zu bleiben. Sonst wäre Essig mit dem gemeinsamen Verreisen. Naja, da fiel dann Picasso in seiner unendlichen Kreativität was ganz Dolles ein. Übrigens, kreativ nennt man Leute, die so viele Ideen im Kopf haben, dass sie anderen davon was abgeben können, was sie oft gar nicht wollen. Also, Picasso wurde kreativ und knöpfte sich meine Garderobe im Koffer vor.
Ich war damals übrigens gerade zum Treffen der Comiczeichner eingeladen, um meine neuesten Mäusebilder vorzustellen. Dass ich in einem alten Schrankkoffer tatsächlich eine richtige Mäusebande bei mir hatte, das durfte natürlich keiner meiner Zeichenfreunde erfahren, denn im Vertrauen, Zeichner halten sich zwar selber für ein bisschen verrückt, aber gleich so verrückt nur auch wieder nicht. Kurz und heftig, im Hotel nahm ich also meine Jacke mit dem leichten Käseduft aus dem Koffer. Bunter gesagt, das, was mal deine Jacke gewesen war. Ja, richtig. Ich sah plötzlich aus wie ein Clown. Ja, Picasso hatte während der langen Reise Applikationen an Mettis Jacke angebracht. So nennt man Dinge, die auf Stoff aufgenäht werden. Filzherzchen, kleine Plastikfrüchte, Lametta. Mettis sah aus wie ein Christbaum auf zwei Beinen. Voll peinlich, aber... Was sollte ich jetzt noch tun? Toben? Gut, toben kann ich echt prima, aber da war der saubere Herr Picasso auch schon beleidigt. Ach, du bist ein Buntbanause. Ich meine, ich habe eine Kunstbanause und Modebuffel. Da macht man und tut man, um mich auf den neuesten Stand der Mode zu bringen. Und was ist da da? Modemuffel? Ich? Also mit dem Vorwurf kann ich sehr gut leben, aber nicht mit dieser affigen Jacke. Ich sehe ja aus wie eine Vogelscheuche für Papageien und ich muss jetzt vor die Kollegen treten. Oh, feier. Jetzt ist der große Künstler auch noch beleidigt. Also wenn er mir sein Koffertürchen vor der Nase zuknallt, dann ist er echt sauer. Na, nun war mir doch gleich alles egal. Zu ändern war jetzt nichts mehr, sollten meine Zeichenfreunde mich doch auslachen. Selber schuld, wenn man zu gutmütig zu seiner Mäusebande ist. Also... klemmte ich mir meine Zeichenmappe unter den Arm und ging zu dem Saal, in dem der Kongress der Cartoonisten stattfinden sollte. Gleich bei meinem Erscheinen gab es einen Tumult. Hatte ich mir fast so vorgestellt. Jetzt schmeißen sie mich raus, schoss es mir durch den Kopf. Sie mussten mich ja für völlig daneben halten in meinem Flitter-Lametta-Anzug. Und schon hörte ich auch einen rufen. Das ist ja echt verrückt, Matti. Na bitte, da hatte ich den Salat. Wie sollte ich da wieder heil rauskommen? Egal, Rückzug ist besser als totale Niederlage. Also versuchte ich mich wieder dahin zu verdrücken, woher ich gekommen war. Aber warum willst du denn schon wieder gehen? Rief der erste Vorsitzende des Comiczeichnerverbandes e.V. Lass uns doch erstmal genau hinsehen. Lass dich doch mal anschauen, Junge. Erstens kann ich es überhaupt nicht ab, wenn mich jemand Junge nennt. Das erinnert mich an meine Oma, die immer sagte, Junge, hast du auch ein Taschentuch eingesteckt? Und zweitens dachte ich, die wollen nur noch mal meine Mäusezeichnungen sehen, bevor sie mich endgültig aus dem Verband ausschließen. Aber die meinten gar nicht meine Zeichnungen. Die meinten meine Jacke. Mann, stark hier. Matti, als Comiczeichner bist du ja ganz okay. Aber als Modeschöpfer bist du einsam, Spitze. Auweia, das tat weh. Da zeichnet man und tut man und dann hat man mit etwas Erfolg, dass einem eine Maus im Koffer eingebrockt hat. Damit war aber das Theater noch längst nicht zu Ende. Die wollten doch alle plötzlich von mir auch so eine abgefahrene Jacke entworfen haben. Ja, alle Kollegen zogen auf der Stelle ihre Jacken aus und gaben sie mir zum Verschönern mit. Da stand ich plötzlich wieder in meinem Hotelzimmer mit einem Arm voller Jacken und einem Kopf ohne Ideen und brüllte nur noch Picasso! Dem habe ich dann die ganze Geschichte brüllwarm erzählt. Ja, das kann ja bunt werden. Und ich habe mich bemüht, ganz ruhig zu bleiben. Zum Schluss habe ich ihm alle Jacken in den Koffer gestopft und gesagt, wenn er schon so ein Modegenie wäre, dann solle er jetzt gefälligst zusehen, wie er mich aus der kniffligen Lage befreien könne. 20 Jacken im Koffer. Das wurde eng da drin. Ihr hättet mal die anderen Mäuse rebellieren hören sollen. Ich brauche meinen Freiraum. Jetzt muss ich mal echt hingehen. Also, ich brauchte gar nichts zu tun. Die anderen, die machten Picasso schon fix und foxy. Und schließlich stieß er entnervt sein Türchen auf und schwenkte eine weiße Fahne. Es kann auch eine weiße Unterhose gewesen sein. Und gab auf. Er kapitulierte. Ja, und ich habe die Kapitulation angenommen und mir die Jacken halt unbearbeitet wieder aus dem Koffer gegriffen, um sie den Kollegen vom Comiczeichner-Kongress zurückzubringen. Kollegen, also
Bitte mal herhören, ich bin im Moment völlig überlastet und außerdem sieht das der Herr Lagerfeld gar nicht gern, wenn ich ihm Konkurrenz mache. Also bitte verständlich, Kollegen. Wir wollen Mode à la Metti. Ja, aber da konnte ich Ihnen überhaupt nicht helfen. Lieber keinen Modeschöpferruhm und stattdessen wieder Ruhe im Karton. Im Koffer natürlich, meine ich. Metti? Metti? Bist du da? Schnell in den Koffer alles wegräumen. Cheesy, nimm deine Käsewürfel mit. Metti, du musst da sein. Ich hab dich doch eben mit jemandem reden hören. Seid ihr endlich alle im Koffer, hey? Mein Lippenstift und meine Käsehalskette. Jetzt basta, Koffer zu, Klappe zu und Ruhe. Moment, Baby, ich komme. Na endlich. Mit wem hast du denn da gerade geredet? Ich habe nur mal telefoniert. In deinem Metti-Mobil. Ja, mit meinem Handy, meinem schnurlosen, du weißt schon, Telefon, ne? Interessant. Genau das will ich dir gerade zurückbringen, weil du dein Handy in meiner Wohnung vergessen hast. Was geht hier vor? Oh, Picasso! Wer ist Picasso? Überhaupt, du benimmst dich bei aller Liebe manchmal sehr merkwürdig. Vor allem, wenn ich mal ohne Vorwarnung hier auftauche. Gesundheit! Danke. Was war das? Wer war das? Lass mich mal rein. Was ist in dem Koffer? Jetzt auf der Stelle öffnest du den Koffer. Sofort. Oder du liebst mich nicht. Tja, Freunde. Da hatte sie mich in die Enge getrieben. Lügen zwecklos. Keine weiteren Ausflüchte mehr möglich. Ich musste beichten. Alles. Die Sache mit dem Erbkoffer und den Mäusen drin. Aber um Himmels Willen, warum hast du mir nichts davon gesagt? Ja, Liebes, weil mich die Leute für bescheuert halten, wenn ich sage, dass ich sprechende Mäuse als Untermieter habe und weil ich es nicht ertragen könnte, dass am Ende sogar du mich für bescheuert halten könntest. Ach, kommt raus, Mäuse. Jetzt bin ich aber froh. Ich habe schon geglaubt, du hast Geheimnisse vor mir. Jetzt klärt sich manches. Die Sache mit dem großen Käseverbrauch. Die Sache mit der raffinierten Katzenfalle. Und die Sache mit meinem angeknabberten Lippenstift. Ich küssen. Sag gar nichts mehr, Metti. Jetzt verstehe ich auch plötzlich, warum du so einen riesen Mantel hast. Jetzt wird mir alles klar. Darf ich euch mal meinen berühmten, weiten Spezialmantel mit den übergroßen Taschen vorstellen? Ich bin ja zugegeben nicht unbedingt ein Riese, aber mit dem langen, weiten Mantel sehe ich wie die Miniaturausgabe von Clint Eastwood in seinen uralten Westernfilmen aus. Den Mantel mit den großen Taschen brauche ich dringend, weil ich so mal die eine oder die andere Maus mitnehmen kann, ohne gleich den ganzen sperrigen Koffer am Bein zu haben. Ganz wichtig sind diese Ausflüge für Icarus. Also, der muss einfach manchmal raus. Am liebsten würde er ja fliegen. Ja, mit seinem fliegenden Käse. Also, Lady, bitte. Du weißt doch, wie sensibel er ist. Wo war ich? Raus. Ja, richtig. Wenn nicht fliegen, tut es auch spazieren gehen. Er muss nur ab und zu mal was anderes sehen als Koffer, Käse, Klavier. Kann ich ja verstehen. Icarus muss irgendwo in seinem Stammbaum einen Abenteurer gehabt haben. So eine Art Mäusepirat, was? Kombiniere. So eine Art Käse-Kolumbus, wie? Ja, etwas in der Richtung jedenfalls. Unseren ersten gemeinsamen Flug mit einem Flugzeug werde ich jedenfalls auf keinen Fall vergessen. Das ging schon im Taxi zum Flughafen los. Icarus kommandierte mich aus meiner Manteltasche heraus rum. Als wäre ich sein Butler. Markus, Alter, beweg dich. Die Maschine müssen wir kriegen. Beeilung. Mach die Flatter. Das war ja peinlich. Der Taxifahrer hat gleich komisch in den Rückspiegel geguckt. Hatte wohl noch nie einen Mann gesehen, der aus seiner Manteltasche heraus Befehle bekam. Also ich meine, einen kleinen Mann im Ohr haben ja viele, aber gleich eine Maus in der Tasche? Nee. Da schien es mir an der Zeit zu sein, Icarus im Flüsterton klarzumachen, wie man sich in Taxis und vor allem nachher auf dem Flughafen benimmt, wenn man nicht als Oberbescheuerter eingesperrt werden will. Auf dem Flughafen gibt es nämlich ein paar Kontrollen, die sind gar nicht so ohne. Wenn du wirklich mit nach Amerika willst, mein Freund, musst du dich öfter mal totstellen.
kapiert? Du musst so tun, als wärst du eine Mäusepuppe. Was? Ich soll tot sein? Natürlich nicht. Du sollst nur so tun, als ob. Als wärst du eine Puppe. Puppen finde ich zum Flattern albern. Ja, da musste ich dann wohl oder übel den großen Hammer auspacken. Dann ist mit Amerika Essig. Wir fahren nach Hause. Nein, das wollte er natürlich auf keinen Fall. Also gut, wenn es dir dann besser geht, mache ich dir eben die tote Puppe. Ich mache dir sogar den toten Maikäfer, wenn es sein muss. Ich mache alles, wenn ich nur mitflattern darf. Endlich fliege, fliege. Na also, warum nicht gleich so vernünftig? Er krummelte zwar noch ab und zu was von Pipa-Puppe, so in seine Fliegermütze rein, aber seiner Fliegermütze kann er viel erzählen. Am Flughafen gab es dann gleich die erste Hürde, die erste Alarmstufe, das Einchecken. Ob ich Gepäck aufzugeben hätte? Nein, Frau Oberkontrollrätin, ich habe in der Manteltasche nur eine Puppe als Geschenk. Oh, die Bodenstewardess winkte nur müde ab. Na, Puppen sind doch kein Problem. Guten Flug, Herr Mitty. Ja, die hatte gut reden. Alarmstufe 2, Sicherheitskontrolle. Da wird man abgetastet, ob man vielleicht ein Schießeisen oder sogar eine ganze Armee unter den Kleidern versteckt hat. Und das Handgepäck, das wird auch durchleuchtet. Ja, zu diesem Zweck kommen Handtaschen und Rucksäcke auf ein Transportband, auf dem sie dann durch einen kleinen Tunnel gefahren und dabei durchleuchtet werden, sodass ein Sicherheitsbeamter auf einem Bildschirm erkennen kann, was man außer Zahnbürste und Gummiendchen noch so alles mit sich rumträgt. Weil mein Mantel jetzt, wie ihr wisst, ziemlich groß ist, musste ich ihn mit aufs Band legen. Dann müsse er ihn nicht eigens abtasten, meinte der Beamte. Ja, also mir war nun einerseits sehr recht, dass er nicht am Mantel rumfummelte, denn Icarus ist doch so kitzelig. Aber weiß man andererseits, ob meine Fliegermaus seine Ich-bin-eine-Puppe-Nummer auf dem Beförderungsband und in diesem dunklen Durchleuchtungstunnel so cool wie abgesprochen durchziehen würde? Hä? Also der Sicherheitsmensch sah mich gleich so komisch an, als ich beim Ausziehen des Mantels mit zusammengekniffenen Lippen wie ein Bauchredner in Richtung Manteltasche flüsterte. Icarus, totstellen, es kann dir nichts passieren, mach mir die Puppe. Ja, und so wanderte mein Mantel mit meiner Fliegermaus drin in das Sichtgerät hinein. Als Mantel und Maus am anderen Ende wieder erschienen, grinste der Mensch am Sichtapparat und meinte... Na, sind wir nicht schon ein bisschen zu alt, um noch mit Puppen zu spielen? Sehr witzig, der Mann. Ich packte schnell den Mantel und murmelte was von Geschenk für kleines Mädchen in Amerika. Aber das hätte ich nicht sagen sollen. Sofort ging in der Manteltasche eine wilde Boxerei los. Was? Du willst mich verschenken? Auch noch an ein wildfremdes kleines Mädchen? Das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Ich bin enttäuscht. Tief enttäuscht. Flatterft sowas. Flatterft. Bist du jetzt fertig? Hast du denn noch immer nicht kapiert, dass die Sache mit der Puppe nur Tarnung ist? Jetzt sei endlich mal ein bisschen dankbar und vor allem halt den Rand, damit die uns nicht noch während des Fluges mit dem Fallschirm abwerfen. Das war natürlich wieder eine glatte Lüge, aber was tut man nicht alles, um einem widerspenstigen Mäuserich zu seinem ersten Flug zu verhelfen, ne? An Bord der Maschine wollte die Stewardess meinen Mantel hilfsbereit oben in die Staufächer knüllen. Das macht man so. Das konnte ich gerade noch verhindern. Ich hielt den Mantel tapfer während des gesamten Fluges auf den Knien fest und tat so, als ob mir in 9000 Meter Höhe kalt würde. Dabei ist der Passagierraum doch bestens gegen die Kälte draußen abgedichtet und beheizt. Aber die Stewardess musste sich sowieso noch ein paar Mal über mich wundern. Beispielsweise darüber, dass ich immer wieder nach den leckeren kleinen Käsekräckern in den hübschen bunten Tütchen fragte. haben Sie nicht noch von diesen leckeren kleinen Käsedingern was da? Ja, ja? Na, Sie machen wohl eine Käsediät, Herrn Mädchen. Jedenfalls kriegte ich jede Menge Käsekräcker, die ich sofort in meiner Manteltasche verschwinden ließ. Icarus fand die Dinger mächtig lecker. Und als die Kellnerin der Lüfte mit dem Getränkewagen an unserer Sitzreihe vorbeikam, da ließ ich mir den Schraubverschluss einer Mineralwasserflasche geben. Als Trinkbecher für Icarus. Nach den salzigen Kräckern hatte meine Flugmaus jetzt einen ausgewachsenen Durst. Mein Sitznachbar, der schaute ziemlich verstört, als ich von meinem Tomatensaft immer wieder ein paar Tropfen in den Schraubdeckel abfüllte und in meine Manteltasche balancierte.
Ich lächelte dabei meinen Nachbarn mit meinem schönsten Alles-in-Ordnung-Lächeln an, aber ich glaube, der hat mich für mindestens leicht bescheuert gehalten. Egal. Übrigens, außer der Kreckerkrümelei in meiner Manteltasche hat sich Ikarus vorbildlich verhalten. Sehr ruhig, ja, und kein bisschen zappelig. Bis er dringend zum Klo musste. Also da hatten mein Nachbar und die Stewardess wieder was zum Staunen. Wer geht sonst schon im Flugzeug mit Mantel auf die Toilette? Also, irgendwann hatten mein Mantel, Ikarus und ich die strengen amerikanischen Einreiseformalitäten hinter uns. Erst jetzt waren wir wirklich in Amerika. Sofort begann Ikarus wieder zu nerven. Also, jetzt hör mal genau zu, Matty. Hier in Amerika kennt dich doch bestimmt kein Aas. In New York sollen die Leute doch sowieso alle ein ganz klein bisschen verrückt sein. Habe ich mal im Film gesehen. Da kann ich doch nun wirklich aus meinem Versteck raus. Lass mich mal auf deine Schulter. Da will ich dann sitzen, damit ich auch mitkriege. Etwas von diesem tollen Amerika. Zum Flatterwetter nochmal. Ja, sah ich irgendwie ein. Haben wir so gemacht. Aber dann, auf der Fifth Avenue, das ist so eine Hauptstraße in New York, da quatschten mich die Leute plötzlich an, weil sie die Maus auf meiner Schulter für so etwas wie eine Mini-Ausgabe eines Jahrmarktäffchens hielten und mich demnach für einen Leierkastenmann, dem man nur leider den Leierkasten geklaut hat. Ja, und die wollten mir Geld zustecken. Oh yeah, it's great, man. Oh yeah, very lovely. Nice. Geld zustecken mir, dem armen Leierkastenmann ohne Drehorgel, dem nur sein mäusekleiner Affe geblieben war. Also zuerst habe ich noch freundlich den Kopf geschüttelt, aber das hielten die New Yorker für Bescheidenheit. Und das ist eine Tugend, die nicht nur in Amerika rar geworden ist. Als mir das Abwinken dann zu lästig wurde, dann habe ich das Geld einfach genommen. Zumal Ikarus mir dauernd ins Ohr flüsterte. Hey, nimm, sei doch nicht doof, sei kein Flattermann. Gut, 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 gut. Oder habe ich vielleicht well gesagt, so wird man in Amerika sagen. Ich stecke das Geld vorläufig in meine Manteltasche, wohlgemerkt. Vorläufig. Und schon flüstert mir Oberflieger Ikarus ins Ohr. Hättest du nicht gedacht, durch mich wirst du zum Millionär. Vom Tellerwäscher zum Millionär haben sie in Amerika schon einige gebracht. Aber von der Maus zum... lassen wir das. Nun gibt es in New York tatsächlich jede Menge Habenichts, die dir kleine Pappbecher vor die Nase halten und mehr oder weniger höflich um dein Geld bitten. Natürlich kann man nicht allen was geben. Ich bin ja zum Beispiel schließlich kein Millionär und Millionäre tun's leider nicht, weil die mächtig Angst davor haben, dann bald keine mehr zu sein. So ist die Welt. Aber die paar, denen ich was schenken konnte, die haben sich schon sehr gefreut, ja. Nur... dann mussten wir irgendwann schnell ins Hotel flüchten, denn nichts spricht sich in einer Stadt so schnell rum wie Freigebigkeit. Bald sah es nämlich so aus, als würden Ikarus und ich eine Polonaise veranstalten, weil hinter uns her eine lange Schlange von ziemlich abgerissenen Typen herlief, die alle etwas von dem vermeintlichen Reichtum abhaben wollten. Bin ich denn der Weihnachtsmann? Ist Ikarus denn die Weihnachtsmaus? Flughafen und das Hotel. Und auch diesmal hatte ich Termine. Mit einem Trickfilmproduzenten wollte ich mir ein paar neue Produktionen ansehen. Von Film und Fernsehen verstehen die Amerikaner nämlich was. Aber Ikarus während der Verhandlungen in der Manteltasche? Also das würde mich doch zu sehr ablenken, glaube ich. Außerdem müsste er dann wieder die leblose Mäusepuppe spielen. Nee, lieber nicht. Also ließ ich ihn im Hotel im 21. Stockwerk im Zimmer 2117 zurück. Wohlversorgt mit Käsekreckern und einem Flaschenschraubverschluss voll Limo. Er lümmelte sich wohlig auf meinem Kopfkissen rum, die Fernbedienung für die Glotze direkt neben sich. Endlich konnte ich mal wieder tun und lassen, was ich wollte. Ich fühlte mich leicht und frei. Das hätte ich nun aber besser nicht tun sollen. Ich konnte zu diesem Zeitpunkt Gott sei Dank noch nicht ahnen, welche Dramen sich im Hotel im 21. Stock abspielen sollten, während ich durch die Fernseh- und Filmstudios schlenderte. An das Zimmermädchen
hatte ich nicht gedacht. Zimmermädchen machen in Abwesenheit der Gäste Bad und Bett in Ordnung. Sie klopfen erstmal höflich an und wenn sich innen keiner meldet, öffnen sie mit einem Generalschlüssel. Das ist nicht der Schlüssel eines Generals, sondern einer, der auf alle Schlösser im Hotel passt. Danke, Bibi. Also, meine Flattermaus hatte den Fernseher so laut aufgedreht, dass sie das höfliche Anklopfen gar nicht mitbekam. Aber selbst wenn Ikarus es mitbekommen hätte, wäre ich mir nicht sicher, ob das Zimmermädchen die Mäusepieps-Antwort durch die geschlossene Tür hätte hören können. Egal. Plötzlich steht die Sauberfrau mitten im Zimmer und sieht eine Maus, die bequem auf einem Kissen rumlümmelt, Käsecracker mampft, eine Fliegerkappe auf den Kopf hat und vor Fernsehvergnügen mit den Flügelohren wackelt. Ja, das muss ja wohl etwas viel auf einmal für die Dame gewesen sein. Wer am helllichten Tag Mäuse mit Fliegerkappen sieht, muss wohl einen an der Waffel haben, schoss es der Dame mit dem Staublappen durch den Kopf. Auf Amerikanisch natürlich, weiß nur nicht, wie das heißt. Jedenfalls lief sie mir schreiend in die Arme. Als ich gerade vom Fahrstuhl her um die Flurecke zu meinem Zimmer einbog. Gott sei Dank war ich noch rechtzeitig zur Stelle. Weiß man denn, was alles hätte passieren können? Feuerwehr, Polizei, Kammerjäger, nicht auszumalen. Ich bat also das völlig verstörte Zimmermädchen ganz behutsam wieder in meinen Raum und flunkerte ihr dabei vor, ich sei ein sehr erfolgreicher Puppenmacher, so wie Jim Henson, der die Muppets erfunden hat. Und ich hätte gerade eine Maus konstruiert, die fast so echt wie eine lebendige wirke. Aber sobald die Batterie alle sei, wäre es wieder vorbei mit der Illusion und die Mäusepuppe sei dann wieder nichts als eine Puppe. Dabei drückte ich Ikarus mit dem Zeigefinger auf den Bauch und tat so, als würde ich die Batterie ausschalten. Gleichzeitig zwinkerte ich ihm so beschwörend zu, damit er mein Theater durchschaute. Und tatsächlich, Ikarus kapierte. Obwohl er doch so kitzelig ist, gab er keinen Mucks von sich, als ich ihm auf den Bauch piekste. Er spielte seine Rolle sogar Oscar-verdächtig gut. Zum Zeichen, dass die Batterie abgeschaltet war, ließ er plötzlich die Cracker fallen und markierte die Mäusepuppe. Das Zimmermädchen schniefte, noch immer vor Schreck, begann dann aber leise zu kichern und lachte schließlich sogar lauthals über ihre eigene Ängstlichkeit und wurde mutiger und mutiger. Zuletzt wollte sie sogar die Mäusepuppe anfassen und die Batterien wieder einschalten. Das konnte ich nur mit viel Charme und noch mehr faulen Ausreden verhindern. Die Konstruktion sei noch nicht ausgereift und der eingebaute Kleincomputer spiele noch manchmal verrückt und überhaupt. Über all diese erfundenen Geschichten drängte ich das Zimmermädchen sacht aus dem Raum raus. Und ließ mich endlich erschöpft auf das Bett fallen. Stand aber sofort wieder auf. In Käsecracker-Krümel liegt es sich nicht sehr bequem. Amerika wunderschön ist, stimmt. Dass New York toll ist, stimmt auch. Dass es aber in New York auch viele dunkle Gestalten gibt, denen ich nicht mal am helllichten Tag gern allein in den Straßenschluchten begegnen möchte, stimmt leider auch. Dass es aber solch finsteres Gesindel gleich neben Mattys Hotelzimmer in Raum 2119 geben würde, hätte ich ja nun doch nicht gedacht. Erst als auf seinem Hotelkorridor ein Riesenspektakel losbrach und er gleichzeitig heftiges Klopfen an der Zimmertür nebenan hörte, wobei eine kräftige Männerstimme "Aufmachen, Polizei!" brüllte, da wurde Matty schlagartig klar, dass Ikarus und er mitten in einer Art Actionfilm gelandet waren, mit dem Unterschied, dass dies gar kein Film war. Ich legte die Kette an unsere Hotelzimmertür vor und öffnete vorsichtig einen Spalt. Gerade bekam ich noch mit, wie die Polizisten ins Nebenzimmer stürmten und schon hörte ich die Stimme, die eben "Aufmachen, Polizei!" gerufen hatte, jetzt missverdammter brüllen. Also bevor hier jemand vor Neugier platzt, will ich lieber gleich sagen, was da wirklich los war. Passt auf. Die Sheriffs, die waren einer internationalen Geldfälscherbande auf den Fersen, aber die Ganoven hatten, als die Polizisten das Nebenzimmer, das Zimmer 2119, stürmten, alle falschen Dollarscheine kurzerhand aus dem Fenster geworfen, wo sie jetzt wie zu groß geratenes Konfetti vom 21. Stockwerk aus
in alle Himmelsrichtungen verweht wurden. Zwischen den Hochhäusern zieht es wie Hechtsuppe, müsst ihr wissen. Das ganze Beweismaterial flatterte da draußen in unerreichbare Fernen davon. Mist, da hatte der Polizist einfach recht. Aber was war das denn? Vor meinem Zimmerfenster hatte sich eine der Blüten, so nennt man gefälschte Banknoten, an einem kleinen Mauervorsprung verfangen. Aber wie sollte man da rankommen? Die Fenster unseres Wolkenkratzers ließen sich gerade mal eine Handbreit öffnen. Genug zum Lüften, zu wenig zum Hinauslehnen. Das war die große Stunde von Icarus. Kein Problem, oder no problem, wie wir Amis sagen. Das flatter ich schon hin. In Windeseile war er durch den Fensterspalt nach draußen geschlüpft. Oh, es wird mir jetzt beim Erzählen noch schlecht, wenn ich nur dran denke. Und turnte im 21. Stock außen. Außen an der Fassade bis zu dem kleinen Mauervorsprung, wohin sich das Beweisstück verflogen hatte. Er angelte sich die Fälschung und kletterte wieder so geschickt ins Zimmer rein, wie er eben hinausgeflitzt war. Ja, nun konnte ich den Beamten das heiß ersehnte Beweisstück überreichen, womit für die sauberen Früchtchen von Zimmer 2119 erstmal schwedische Gardinen angesagt waren. Oh, damn, man! What a shit! Icarus hätten jetzt alle von rechts wegen hochleben lassen müssen. War er doch der eigentliche Held. Aber das konnte ich den Polizisten ja schlecht verklickern. Sonst hätten die gleich wieder gedacht, ich spinne. So ließ ich Hände schütteln und Belobigung geduldig über mich ergehen. Congratulations, man. Hi, cool, man. Ja, war auch mal ganz angenehm, als Held im Mittelpunkt zu stehen. Und ehrlich gesagt, ich hatte nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Es entschädigte mich zwischendurch für die vielen kleinen Katastrophen, die mir meine Supermäuse sonst immer wieder einbrocken, ist doch wahr. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ach, den kennt ihr ja noch gar nicht, unseren Musikus. Ludwig van Meushofen, seine Familie soll aus Bonn stammen und da im Beethovenhaus unter den Dielenbrettern gewohnt haben. Naja, das kann heute keiner mehr so genau nachprüfen. Obwohl, neben dem Musikmachen gibt sich unser guter Meushofen auch mit Musikforschung an. Meushofen! Meushofen! Nix. Naja, also, was Urwin an Hörvermögen zu viel hat, das hat der hier zu wenig. Ne? Musik ab einer gewissen Lautstärke geht ja doch sehr auf die Ohren. Von morgens bis abends Sinfonien, Jazz, Rockmusik und Heino, das hält das beste Trommelfell nicht aus. Herr von Meushofen! Da-da-da-dam, bitte! Ich erzähle gerade von Ihrer Erfindung! Nein, danke! Jetzt keinen Käse! Da, 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 da. Ich geb's auf. Dann erzähl ich die Sache mit der Mäuseharfe eben selber. Also, vor ein paar Jahren, als unser guter Meushofen noch einigermaßen hören konnte, hat er nämlich in alten Musikarchiven den Bauplan für eine Mäuseharfe gefunden. Und das historische Instrument sofort nachgebaut. Richtig. Ohne elektrischen Verstärker, ohne großen technischen Aufwand, unplugged sozusagen. Unplugged. Das nennt man so, wenn zum Beispiel Gitarristen mal wieder ohne elektrische Verstärker spielen. Einfach das Instrument pur. Klingt leiser. Muss man die Ohren halt spitzen. Moment, ich habe den Bauplan doch irgendwo. Wahrscheinlich liegt er im Flügel. Richtig, hier ist er. Also wenn ihr zu Hause möchtet, könnt ihr die Mäuseharfe jetzt sogar nachbauen. Also kein Problem, wir brauchen nur ein paar Sachen, die in jedem Haus zu finden sind. Ja, wenn besser aufgeräumt ist, als bei Matty zu Hause. Also, Lady, das könnte glatt ich gesagt haben. Na, was brauchen wir denn für die Mäuseharfe? Eine leere Blechdose. Hier, beim Müll liegt eine leere Kaffeedose. Bibi, bibi, bibi. Hey, klasse, Tivi, danke. Ja, dann brauchen wir noch unterschiedlich starke Gummis. So Gummiringe halt, wie sie in jeder Küche rumliegen, ne? Bei dir liegt höchstens Staub rum. Ah, da sind ja doch welche. Ah, danke. So, also meine Blechdose. Die ist an einer Seite ist sie offen. Hm? Kunstig.
Kombiniere. Wie sonst wärst du denn an den Inhalt der Dose gekommen? Papalapap, also, jetzt spanne ich die Gummiringe über die Dose, so, also über den Boden und dann vorne über die offene Stelle. Also so, dass sie über die Dosenöffnung jedenfalls gehen, die Gummis. Moment. Na. Wie die Saiten einer Gitarre über das Schallloch bei einer Gitarre. Da. Ah, haben Sie sich doch noch zu uns gesellt, Herr von Meushofen. Ja, wir bauen gerade mal wieder Ihre Entdeckung nach. Sehr richtig. Die Gummis sind sozusagen die Saiten Ihrer Dosenharfe. Unterschiedlich lange Gummis, unterschiedlich straff gespannte Gummis, ergeben unterschiedlich tiefe oder hohe Töne. 4 oder 5 dicht nebeneinander ergeben einen Akkord. Jetzt nur noch mit dem Finger, wie gesagt, über die Saiten streichen und schon ertönt Mäusemusik. Lauter hört man's, wenn man die Dose mit dem geschlossenen Boden ans Ohr hält. Ja, und das Stärkste, wenn man an der offenen Dosenseite ein bisschen mit der linken Hand den Rand eindrückt und wieder loslässt, dann verändert sich die Tonhöhe, dann jault es. Ja, kombiniere, will meinen, das kommt von der Verkürzung der Saiten und der damit verbundenen Schwingung. Danke, Professor Kubi, danke. So genau wollten wir es gar nicht wissen. Wir wollten nur ein bisschen Spaß haben. Und so klingt die Mäuseharfe über einen Hardrock-Verstärker. Da-da-da-dam! Ich war zu Fernsehaufnahmen in Holland. In der Fernsehstadt Hilversum. Die Mäuse blieben nicht im Wohnmobil, nein, die durften in ihrem Koffer mit in meine Garderobe. Da blieben sie allerdings nicht lange. Sobald ich am Set, wie man beim Fernsehen die Bühne nennt, beschäftigt war, büchsten sie aus und streuten durch die Studios. Dabei traf Cheesy auf ein holländisches Mäuschen mit dem putzigen Namen Gaudantje. Also das spricht sich Gaudantje und ist eine Zusammensetzung aus dem berühmten Käsenamen Gouda und dem hübschen Mädchennamen Antje. Also Cheesy wischt der Mäusedame nicht mehr von der Seite, macht ihr ein Kompliment nach dem anderen und flötete ihr so intelligente Sprüche ins Ohr, wie zum Beispiel: Cheese, ach Gaudantje, du riechst so herrlich nach Käse, ich könnte dich glatt anknabbern. Ja, und lauter so ein intelligentes Zeug halt, wie es nur Verliebten einfällt. Cheesy hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass die Computermaus, mein Professor Kubi, der sich doch sonst nur für sachliche Dinge wie Zahlen und Tabellen interessiert, ebenfalls Feuer gefangen hatte und Gaudantje mit Vorträgen über die Berechnung des Luftinhalts in Schweizer Käselöchern beeindrucken wollte. Dring um 30 Kubikmilliliter bis zu 85 Kubikmilliliter bei gleichbleibendem Luftdruck und gleichen Temperatureinschätzungen der Außenwelt könnte kombiniere. Typisch, dann, Jungs. Cheesy verliert den Kopf, wenn er verknallt ist. Kubi setzt seinen ganz kühl ein. So verschieden sind Mäuse. Menschen übrigens auch. Die beiden waren jedenfalls so damit beschäftigt, sich einander bei Gaudantje auszustechen, dass sie gar nicht merken, wie ein dritter Bewerber das Rennen machte. Ikarus hielt sich nämlich nicht lange mit Süßholzraspeln auf wie Cheesy und betete auch nicht das Algebra-Buch runter wie Kubi. Ikarus hatte einen ganz anderen Trumpf. Auch in Holland, in einer Studioecke, bastelte er unermüdlich an seinen Flugapparaten. In Studios, müsst ihr wissen, fallen oft Schrauben, Blechteile und Klebebänder ab. Also die ein begabter Tüftler sehr geschickt seinen Maschinen einverleiben kann. Gaudantje, die kleine holländische Mäusedame, strich interessiert um das Fluggerät, das einen ungewöhnlich großen Propeller hatte. Flatter. Gaudantje. Hallo Ikarus, was wird denn das? Ein Spezialflugzeug. Damit fliege ich zur Milchstraße, dann werde ich berühmt und reich. Ein Spezialflugzeug. Und was machst du da oben in die Milchstraße, um berühmt und reich zu werden? Das ist ja gerade der Trick bei der Sache.
Mit dem Propeller verquirl ich die Milchstraße zu Butter und Käse. Jetzt bist du platt wie eine Scheibe Edamer, wa? Ja, ich hätte da noch ein Plätzchen frei in der Maschine. Also, dich würde ich glatt mitnehmen. Und sie wissen ja ihn ganz schneller. Da sahen Cheesy und Kubi aber alt aus. Ha. Dagegen konnten sie nicht anstinken. Nicht mit Liebesschwüren und nicht mit klugen Sprüchen und nicht mit Stinkkäse. Icarus hatte die Idee seines Lebens. Gaudentia konnte dem Gedanken nicht widerstehen, mit ihm die Milchstraße in den größten Käse seit Mäusegedenken zu verwandeln. Ja und? Sag schon, hat die Quirlerei funktioniert? Oh, das hatte ich befürchtet, dass ihr mich das fragt. Wo steckt Icarus bloß? Kombiniere, der ist noch in Holland, denke ich, kombiniere. Siehste, da haben wir das Problem. Fragen können wir ihn jetzt nicht, aber ich vermute mal, das Käsequirlen in der Milchstraße kann nicht funktionieren. Aber das Gegenteil ist Icarus auch nicht zu beweisen, also im Augenblick jedenfalls nicht. Wenn ihr heute Abend zum Himmel schaut und die Milchstraße sucht, dann werdet ihr feststellen, dass sie immer noch da ist. Und auch immer noch nach Milch aussieht. Und Gaudentia? Gaudentia denkt vielleicht manchmal, sie hätte doch besser Cheesy erhört. Der kann zwar keine Milchstraßenflüge bieten, aber seine Käseohren, also die sind einfach zum Anknabbern. Küssen, küssen, küssen. Wir sind die Metzi-Mäuse.